Kommen wir langsam rein, ne? Würde ich sagen. Viel geht da nicht mehr. Ich könnte jetzt noch, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang weiter bombardieren, aber die denken, also die Engländer lassen uns wohl drauf ankommen. Ich lasse hier die Bomber einfach mal weiterfliegen und dann setze ich jetzt einfach mal meine Fallschirmspringer ab. Um nochmal kurz zusammengefasst, hier habe ich meine Bodentruppen jetzt alle. Die kommen jetzt, hier kommen gerade die letzten an. Ich sammle die hier alle in Cherbourg. Und ja, hier kommen noch ein paar angefahren. Die ganzen Haku-Einheiten sind hier. Ist nicht ideal, aber hey, ich wollte jetzt kein Mikromanagement betreiben. Die Haku-Einheiten für die Marines sind hier und da hier. Auch nicht optimal. Meine Boote, wo sind sie? Da sind wieder repariert. Das geht echt schnell. Da kann ich mich nicht beklagen. Und ja, jetzt müssen wir noch was produzieren, bevor ich in den großen Krieg ziehe. Ich weiß bloß nicht, was. Was meint ihr? Hier so Schlachtkreuzer bräuchte ich ja am dringendsten, kann ich aber nicht machen, weil mir die Technologie dazu noch fehlt. Ich könnte ein paar Zerstörer bauen, aber die, oh, 320 Tage, das ist ja echt lange. Damit warten wir noch. Ich könnte noch mehr Transporter bauen, brauche ich nicht. Ich könnte Panzer bauen, brauche ich auch nicht. Radarstationen, also ja, man sollte ein bisschen vielleicht im Voraus planen für die ganzen Russen. Allerdings, ich habe hier bei den Russen eine Radarstation und hier oben, das geht auch. Norwegen, Finnland, die ganze Ecke lasse ich erstmal in Ruhe. Die tun mir nichts, ich tue denen nichts. Mit hier Dänemark bin ich jetzt befeindet. Die sind gerade den Alliierten beigetreten. Finde ich nicht sehr schlau von denen, aber hey. Wer bin ich, dass ich da mir ein Urteil erlaube? Und ja, was habe ich denn jetzt über? Ich habe jetzt hier mal gucken, wir haben so locker 150 Punkte frei. Das ist echt viel. Was baue ich denn da? Keine Ahnung, echt. Ich könnte jetzt mal eine richtige Spezialeinheit aufstellen. Das wollte ich immer schon machen. So richtige Ski-Infanterie, habe ich ja vorhin erzählt. Nehmen wir mal die. Und die haben dann einen dicken, fetten Bonus in den Bergen. Ach, dann nehmen wir noch eine. So richtig übertrieben jetzt. Und stellen davon mal zwei her. Dann nehmen wir noch, was haben wir neu hier? Die haben mir gefallen. Die will ich jetzt unbedingt mal bauen. Wo sind sie? Die amphibischen Dinger. Ich wusste gar nicht, dass es sowas damals schon gab. Das sieht richtig aus wie so ein Kampfpanzer, der einfach über Wasser fahren kann. Nur die brauchen noch die Infanterie dabei. Und dann nehmen wir die. Das sieht mir nach einer guten Kombination aus. Das Seltsame ist, ich habe es vorhin schon mal angeguckt, die haben einen amphibischen Vorteil von 17% und 15% Verteidigung. Schnall ich nicht. Aber wenn ich zu wenig Infanterie nehme, dann sieht es besser aus. Dann haben die einen amphibischen Angriffswert von 80%. Vielleicht soll ich es kombinieren mit der, wo ist sie, die Standard-Infanterie? Ja, wo ist sie denn jetzt hier? Infanterie? Naval? Ski-Infanterie? Warum ist sie so weit unten? Wo ist sie? Infantry Tank? Ich gucke gerade nach den Farben. Ach, das ist in braun. Okay, wenn wir davon zwei nehmen und dann noch einen dritten, ja, das hilft auch nichts. Keine Ahnung, wie man das am besten kombiniert, wirklich. Also ich habe mich mit diesen ganzen Garnisonskrempeln noch nicht so auseinandergesetzt. Wir nehmen mal hier einfach das. Ja, das sieht gut aus. Kostet 80 Punkte. Das ist dann, harmoniert dann so ein bisschen mit dem Rest. Dann haben wir hier so einen leichten Überschuss. Sieht gut aus. Ich denke mal, mit Upgrades bin ich jetzt fertig. Die meisten meiner Einheiten habe ich inzwischen schick einen Upgrade verpasst. Gibt noch so ein paar Einheiten, die brauchen ein paar mehr. Ich gucke jetzt hier gerade zum Beispiel auf die Panzer und dort steht unter Extra Wide Tanks Tracks, ja, 57,2%. Das heißt, das ist, im Moment haben die nichts, aber dann, wenn das Upgrade fertig ist, haben sie alles. Die meisten meiner Einheiten, die ich jetzt hier zur Invasion vorbereitet habe, die sind eigentlich total auf dem neuesten Stand mit Flammenwerfern und Waffen der neuesten Generation. Sieht alles gut aus. Ja, so, genug geschwatzt. Ich traue mich jetzt einfach mal. Habe ich jetzt quasi ein paar Stunden darauf hingearbeitet, diese Invasion zu machen. Und wenn es nicht klappt, ja, Pech, ne? Okay. So, Fallschirmjäger sind hier. Sind gut ausgerüstet. Haben die besten Generäle, die ich finden konnte. Dann jetzt nochmal das Gelände. Wir nehmen hier einmal mit dem Regiment, das sind 15.000 Mann, das hier ein. Ich kann ja nicht die Fallschirmjäger anwählen. Ich muss ja die Flieger anwählen. So, dann nehmen wir einmal die Fallschirmjäger-Division 4 und 9. Die gehen mal hier aufs offene Land. Da ist es nämlich am gefährlichsten. So. Dann nehmen wir hier
eine einzelne Division. Das sind aber, ich glaube, mehrere Leute. Ich glaube, es sind 20.000. Moment, was haben wir hier noch? Und noch eine, ja, wir haben... Ja, es ist nicht viel, was ich habe, deswegen... wir setzen die mal hier. Crap. Ach, die reichen gar nicht so weit. Aber gut, dann muss ich die hier absetzen. Und die anderen muss ich dann woanders absetzen. Welche waren das jetzt? Die hier. Gut, dann brechen wir das ab. Und setzen die hier unten ab in Pensacons oder Keynes. Aber mache ich mir einfach nicht mehr die Mühe, das richtig zu erzählen. Und dann haben wir hier noch eine Division, die ist frei. So, ne, die nicht. Die siebte, genau, die siebte falsche Megadivision. Die kommt jetzt aber in den Wald. So, die springen alle über den Wald ab. Die werden alle auf keinen Widerstand stoßen. Und das Problem ist danach, meine Flugzeuge sind mit der Organisation so ein bisschen durcheinander. Kann ich aber nicht ändern. Das Problem ist auch, dass dann die Vorräte so ein bisschen zurückgehen. Ja, aber egal. So, dann haben wir hier noch die Kreuzer. Die lassen wir jetzt bombardieren von den Marinefliegern. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch dazu Lust haben. Die haben echt einen niedrigen Organisationswert. Egal, muss aber sein. Ansonsten nehme ich notfalls CAS-Flieger. Die haben auch einen gewissen Wert gegen Schiffe. Und dann rücken wir jetzt ein mit, parallel mit Marines. Ne? Mit den Marinesoldaten. Den Besten der Besten. Ich könnte aber auch einen Panzer gleich mitnehmen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Die leichte Panzerdivision. Aber es ist gefährlich mit Panzern direkt rein, weil die so viel Nachschub fressen. Alles oder nichts. Na, erstmal nur Infanterie ist sicherer. Habe ich mehr Leute, die gehen alle mehr auf ein Schiff. Die kommen besser ohne Nachschub klar, wenn es drauf ankommt. Ja. Okay, gut. Drei Divisionen, die gehen dann hier. Machen hier die Invasion. Und dann hoffe ich mal, dass der Western English Channel frei bleibt von den ganzen Schiffen. Im Moment sind die hier... Also ich sehe auch gar keine Schlachtschiffe mehr der Engländer. Doch hier oben, oder? Nee. Wo sind die denn alle? Keine Ahnung. Die dümpeln wohl woanders rum. Das ist gut. Dann ziehe ich jetzt meine Invasion so durch. So, meine Abfangjäger sind bereit. Und es kann losgehen. Ganz langsame Geschwindigkeit. Ja, Stunde für Stunde rücken wir jetzt vor. Hier geht das Bombardement weiter. Was haben wir hier? Ja, Moment. Das ist ein bisschen gestapelt jetzt hier. Hier sind jetzt gerade die Flieger, die nach Westen fliegen. Das ist jetzt total die Action, muss man sich vorstellen. Yeah, die große Invasion Englands geht los. Dabei sind das nur so ein paar übereinander gestapelte Vierecke. Da irgendwo sind meine Marineflieger. Nee, wo sind die denn jetzt? Wieso sind die hier? Die sollten doch hier sichern. Nee, egal, jetzt bombardieren sie halt da. Egal, so. Also, das gehen wir jetzt alles durcheinander durch. Hier geht's schon los. Ja, geht gut aus. Ja, das sind einfach nur die Statusmeldungen gewesen, dass meine Leute landen. Und das Wichtige ist, dass jetzt Marines schnell an Land kommen und dass die, ihr seht schon, hier die ganzen Einheiten mit den grünen Pfeilen, die setzen jetzt in Bewegung. Die wollen jetzt alle hier hin und das Wichtigste ist, ich muss jetzt so schnell wie möglich irgendwie Plymouth einnehmen. Irgendwie. Egal wie. Das machen wir so. Wir machen erstmal hier irgendwie einen Brückenkopf. Der... Ja. Wie machen wir den am schlauesten? Irgendwie, das Problem ist jetzt, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Scheiße. Wenn Fallschirmjäger abgesetzt wurden, die können nicht direkt nach dem Aufsetzen weiter marschieren und die nächste Provinz angreifen. Die müssen jetzt 108 Stunden dort ausharren. Das sind wie viele Tage? Fünf Tage? Vier Tage sowas? Scheiße, 4,5 Tage. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Alle diese Fallschirmjäger hängen da jetzt fest. Nur die Marines marschieren an. Okay, dann mache ich das so. Dann nehme ich das jetzt halt in Kauf. Dann machen die wirklich nur den Brückenkopf. Und dann lasse ich mit den Marines dann gleich Plymouth einnehmen. Und ich hoffe, dass die Briten keine Verstärkung dort in die Hafenstadt einfliegen lassen. Okay. So, was machen die jetzt hier? Die greifen mich an. Moment. Also das interessiert mich ja jetzt nicht, dass wir hier ein Update haben bei den Transportschiffen. Aber hier wird angegriffen. Und das rote Zeichen bedeutet, dass wir Nachschubprobleme haben? Hä? Fuck.
Das ist schlecht. Ich dachte, die hätten was mitgenommen, ja. Aber haben sie wohl nicht. Okay, dann müssen wir eben Nachschub einfliegen lassen. Das geht auch in dem Spiel. Das ist echt nicht schlecht. Wo sind jetzt meine Transportflieger? Ja, die haben jetzt alle bloß einen Organisationswert von 0. Weil die ja quasi den Absprung gemacht. Ich habe auch keine über. Ich habe nichts, um Nachschub rüberzubringen. Ich habe nichts. Sorry, Jungs, ihr müsst ohne Nachschub auskommen. Das Problem ist jetzt, der Nachschub, hier, ihr seht, Lack of Supplies, minus 20% bei der Verteidigung. Wir haben zwar insgesamt einen Verteidigungsmodifikator von 212%, während die Briten mit 110 angreifen, also eigentlich kein großes Problem. Ich setze jetzt auch so ein bisschen darauf, dass hier, ich bombardiere immer noch, sehe ich gerade. Ich setze jetzt gerade so ein bisschen darauf, dass die Truppen, die mich hier angreifen, alle durch die Bombardements geschwächt sind, ja. Hoffen wir, dass es irgendwie reicht. Das hier sieht schon besser aus. Exeter wird jetzt bombardiert. Das hier sieht schon besser aus. Hier greift die Garnison mich an. Was sie ruhig machen können. Ich meine, die kann die Einheiten ja eh nicht bewegen. Und ihr seht hier, die Garnison greift mich an mit 107%. Die Fallschirmjäger verteidigen mit 571. Heftig. Das macht irgendwie keinen Sinn, dass meine Fallschirmjäger kurz nach dem Absprung schon eingegraben sind, oder? Sieht mir nach einem heftigen Bug aus. Naja. Ist im Moment ja auch mitten in der Nacht. Da kann sowas mal passieren. Und die machen halt einen guten Eindruck. Okay, wie lange brauchen denn jetzt die Marines, um anzulanden? Das müssen wir jetzt mal gucken. Also, die Invasion läuft, ne? So, wo sind jetzt die Marines? Wie finde ich das denn jetzt hier raus? Will arrive in Exeter 2. April. Das ist in... Das ist in 30 Stunden. Okay, das ist ja echt schnell. Also dann hole ich mir auch noch mehr Einheiten. Mhm. Dann gucken wir mal, dann lassen wir es jetzt mal weiterlaufen. 2 Uhr in der Nacht. Okay. Irgendwelche Fliegerangriffe. Was haben wir hier? Die müssen, also die Engländer versuchen gerade mit eigenen Fliegern dagegen anzukommen, die Royal Air Force, aber das schaffen die nicht. Ihr seht, die sind alle schon ziemlich geschwächt und die haben zwar noch viele Flugzeuge, aber die können kaum noch aufsteigen. Die sind meinen tollen Fliegern nicht gewachsen. Deswegen brauchen wir uns da nicht drum kümmern. Aber hier, das sieht echt schlecht aus. Ich muss echt einen Unterstützungsangriff hier machen oder sowas. Ich kann das aber nicht. Kann sein, dass ich jetzt die Einheit geopfert habe. Die 45.000 Mann hier. Damit die beiden Einheiten hier in Ruhe sich organisieren können. Das, ja. Ich bombardiere wirklich schon, aber mehr kann ich auch nicht machen. Hab nichts mehr. Tja, was machen meine Marinebomber? Ja, die lasse ich mal zurückrufen. Hier die Invasion. Oh crap, ich sehe gerade was. Meine Truppentransporter werden von Kag angegriffen. Scheiße, aber richtig. Und zwar ordentlich. Und ich kann nichts dagegen machen. Wo sind denn meine Abfangjäger, Mann? Wo sind die? Welche nehmen wir denn? Die erholen sich, die Vierer vielleicht? Nein, die sind auch, geht's auch nicht gut. Die hier sind in Den Haag. Ja, Den Haag ist okay. So, die kriegen jetzt den Befehl, nur diese Region abzufangen. So, hin da, Jungs. Aber schnell. So, jetzt, die sind da. Und jetzt sieht's schon besser aus. Meine fünf, was sind das, Staffeln, Wings, die machen jetzt erstmal die Kegs hier platt. Und die verscheuchen sie, damit meine Boote da anlanden können, weil meine Boote haben quasi schon überhaupt keinen Organisationswert mehr. Und wenn die keinen haben, ich befürchte, dann wird einfach die Invasion abgebrochen und dann stehen meine Fallschirmjäger da oben richtig blöd da. Oh, das sieht alles so schlecht aus. Oh Gott, scheiße. Das hätte echt, weiß ich, nicht gut besser laufen können, ne? Exeter. Ja. Okay, wir haben die Schlacht verloren. Ich nehme an, jetzt ziehen sich meine Schiffe zurück. Was machen die Marines? Gehen die weiter? Bitte, lass sie weitergehen, ja? Bitte. Nein, sie haben die Invasion abgebrochen. Oder? Sind welche gelandet? Nein, sind nicht rübergelandet, sind wieder hier. Oh, scheiße. Jetzt sind die wieder im Hafen. Und das dauert wieder eine Stunde, bis sie versorgt sind. Mann! Okay, was haben wir hier? Das Battle. Das ist hier im Moment echt kein Problem, weil
United Kingdom is storming our beach. Okay, gucken wir uns gleich an. Moment. okay, Battle Commander, das ist jetzt Forschung, das ist jetzt auch alles echt egal. Warte mal, das Vereinigte Königreich macht jetzt einen Gegenangriff in Ajaccio? Ah? Wo ist das denn? Irgendwo hier vor der italienischen Küste. Ach, das haben sie vorhin, früher schon gemacht, vor 3-4 Monaten. Ja, da kann ich jetzt echt nichts machen, tut mir leid. Aber das ist mir auch nicht so wichtig, wenn, wie heißt das hier? Das ist nicht Korsika, sondern, wie heißt das andere Ländchen da? Weiß ich gar nicht. Ja, das können die ruhig haben, das war ich noch nie. Aber hier, das sieht echt, ja. Ich weiß ich nicht. Hier ist das mal kein Problem. Also die Engländer versuchen gerade hier meine Invasion abzuhalten, aber im Moment greifen mich ja nur die eine Garnison an. Es ist echt nicht das Problem, aber wenn gleich nachher die Panzer kommen und alles. Und mit meinen Marines kann ich auch nichts mehr machen. Ja. Toll, ne? Wir lassen es mal weiterlaufen, würde ich sagen. Gucken wir uns das mal an hier. Ja, gutes Gefühl, dass ich die englischen Jäger weiterhin so im Schach habe. Aber. Ich warte jetzt einfach mal ab, dass hier die Einheit sich wieder bewegen kann. Das ist ja noch 68 Stunden. Und dann mache ich einfach mal einen Angriff auf das hier im Marschgebiet. Gegen 4 Garnisonen. Das schaffe ich nicht. Nee, schaffe ich nicht. Crap. Oh, crap. 99, also diese Werte manchmal. 99% Effektivität gegen mich? Wieso greifen die mit? Ja, die Werte sind nicht so akkurat, glaube ich. Nicht so wichtig. Gehen wir mal auf die Supply-Werte. Gucken wir mal. Ja, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Also wir haben hier 0 Nachschub hier. 0 Nachschub da und 912 Nachschubdinger hier. Ist auch nicht viel. Ich müsste jetzt eigentlich mal mit den Flugzeugen was rüber schaffen, aber die haben alle keine. Ja. Die haben alle keine Chance. Okay. Ja, jetzt werde ich da auch noch bombardiert. Ja, die ganze Zeit schon. Ja. Okay. U-Boote haben wir erforscht. Ist toll. Bringt mir jetzt ganz viel. Und meine Bomber sind hier immer noch im Gange. Ja, die kann ich langsam mal zurückrufen, würde ich sagen. Was haben wir denn sonst noch? Strategischen Bomber sind da. Mal eben kurz alle Flugeinheiten durchgehen. Ich habe hier leider keine Anzeige. Ich hätte gerne so eine Übersicht, wie es allen Einheiten geht. Weil sonst muss ich mich immer durchklicken, was echt nervig ist. Jo. Allen Einheiten geht's gut. Sogar denen. Meinen Marinebombern geht's auch schon wieder besser. Aber noch nicht gut genug. Und meine Einheiten stehen hier. Das sind wie viele Kilometer von hier bis hier? Weiß ich nicht. 30, 40? Können die nicht vielleicht eine Landbrücke bauen durch die Ingenieure? Oder rüberschwimmen mit ihren amphibischen Einheiten? Scheiße, ich muss sie rüberkriegen. Ich krieg das nicht hin. Und das hier mache ich erstmal die Pause aus, weil sonst geht das hier den ganzen Tag so weiter. Ach, das wird immer mehr. Die Engländer kommen jetzt echt alle an. Ja, ist okay. Die bombardieren uns. Ist okay. Ah, meine Schiffe sind wieder voll organisiert, sehe ich gerade. Wie durch Zauberhand, wie die das hinkriegen. Liegt vielleicht daran, dass sie insgesamt nur einen Organisationswert von 5,67 haben. Das ist ja praktisch null. Jetzt aber schnell an die Küste. Ach so, da ist keiner drinne. Wo sind denn jetzt meine Marines? Marines hier, schnell einladen. Hier, eins. Ich tue so, als ob ich Eile hätte. Leute, unsere Fallschirmjäger sind in Not. Ja, wir haben sie abgesetzt und das ist alles den Bach runtergegangen. Marines! Wo bringe ich die Marines jetzt hin? Hier, wo kein Nachschub ist oder hier, wo noch eine Chance besteht zu überleben? Wenn ich sie hier nicht hinbringe, ist die Einheit futsch. Bringe ich sie hier hin, halte ich die Engländer länger auf. Puh. Also wenn ich sie hier hinbringe, sind die Marines die ganze Zeit in einem Kampf drinne.
Hier habe ich eine Chance, dass ich die Einheit zurückschlagen kann. Ja, das ist schlauer. Hier, die müssen halt länger aushalten. Ja, so machen wir das. Hier bringe ich nachher die Panzer einfach hin. Ja, wenn ich das hinkriege. So, und jetzt lasse ich mit meinen Marinesoldaten, meinen Marinebombern das hier einfach schützen. Die ganze Zeit. Okay, jetzt kann ich wieder Pop-Up anmachen. Was ist Yachtflieg Tuigro? Was sind das für Namen hier? Das klingt ja wie Schwedisch oder so ein Mix aus Italienisch, Deutsch, irgendwas. Jo, die nehmen meine Marinebomber schön auseinander. Finde ich gut. Ja, jetzt kommen meine Flieger und wehren diese blöden Flieger ab. Macht sie platt. So. Jetzt, die Boote müssen erstmal weg. Was? We have won. Achso, meine Marinebomben haben was bombardiert und haben die ja mit die englischen Schiffe hoffentlich verscheucht, denke ich. Mhm, gut. Bloß die, hier sind jetzt ein paar Kreuzer, die warten nur auf mich. Na? Und jetzt los. Invasion startet. Wo sind meine Bomber? Die sollen hier hin. Hier, hier, Schützen, hier. Ich brauche echt mehr. Ich setze jetzt alles ein, was ich habe. CHS, wo ist mein CHS? Hier. Ich lasse jetzt einfach alles schützen. Hier, die machen jetzt alle Marineangriffe. Die werden jetzt zwangsrekrutiert. Hier machen die Marineangriffe. Und hier. Und wo haben wir noch englische Schiffe? Ja, hier. So. Und warte mal, Moment. Das mache ich so. Die machen einfach hier. Das ist zu viel. Nee, das geht nicht. Moment. Aber nicht die Region, sondern nur die beiden Provinzen. So. Was? Ja, das ist jetzt die Provinz hier unten. Das ist nicht so wichtig. Ist jetzt eigentlich egal. Wie lange brauchen jetzt die Marines, um anzulanden dort? Wenn die es dann hinkriegen. Wann sind die da? Die sind 6. April dort. Das ist in 2 Tagen. Schaffen das die Jungs hier noch 2 Tage? Ich glaube nicht. Scheiße. Scheiße. Jus! Ah, was ist das denn hier? Haben die den Angriff hier eingestellt? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Habe ich das einfach weggeklickt? Das ist gut. Sehr gut. Das ist cool. Die hier haben noch eine Stunde und dann können die... Genau, dann mache ich hier einen Entlastungsangriff. Das mache ich. Genau, das ist nicht sehr schlau, aber was Schlaues fällt mir nicht ein. Die Maginot-Linie soll ich abreißen? Ja, weg damit. So, jetzt haben wir hier den netten Fall, dass die hier dass die alle an Supply-Mangel leiden. Jetzt werde ich hier einen Entlastungsangriff machen, von den ich nicht machen kann, weil ich keine Versorgung habe. Scheiße. Mann, wo sind jetzt meine Transportflieger? Könnt ihr schon was rüberfliegen hier? Ja, ihr nicht, ihr habt eh keine Reichweite. Da, hier, meine Heavy Transport Planes. So, könnt ihr? Air Supply, geht das? Ja, es geht! Ja, jetzt müssen sie nur durchkommen. Cool. Wenn das da geht, dann geht das auch mit den anderen. Wo sind die anderen? First Air Wing, ja. Die haben zwar alle fast kaum noch Organisationsgrad, aber das reicht noch gerade so, dass sie fliegen und da irgendwie hinkommen. Die müssen jetzt die beiden Regionen hier mit Nachschub versorgen. Und ich hoffe, dass meine Marines rechtzeitig anlanden können. Aber wer hätte gedacht, dass Hearts of Iron so spannend werden kann? Okay. Gucken wir jetzt mal auf den Supply-Wert. Jetzt haben die hier schon 10. Und hier haben die 12,96. Seht ihr das unten rechts? Local Supply. Das sind so kleine Werte, da muss man drauf achten. Das zählt leider erst ab Mitternacht. Ja, also den ganzen Tag müssen sie jetzt noch ohne Nachschub auskommen. Das wird erst ab Mitternacht neu berechnet. Und die sind hier fast platt. Ich glaube, das reicht nicht mehr. Die brauchen... Das Wichtigste ist, wenn ich jetzt hinkriege, dass die mit angreifen können hier irgendwie, dann kann ich vielleicht den Angriff hier einstellen lassen. Kommt schon, Jungs. Kommt schon. Gleich ist Mitternacht. Mitternacht. Ach ja, die Sowjets, die wollen den Deal fortsetzen, ja. Irgend so ein Schiff? Nee, nee, ich brauche keine Schiffe. Okay, so, jetzt, wir haben jetzt hier wieder vollen Nachschub. Der reicht. Und jetzt greifen wir hier an. Und hier haben wir uns ein bisschen Zeit erkauft durch mehr Nachschub.
jetzt ist der Kampf so, kein Nachschubproblem mehr. Und jetzt gebe ich den Engländern richtig eins drauf. Was ist jetzt mit meinen Schiffen? Die sind noch einigermaßen heil, okay. Dann komme ich gleich mit Panzern nach. Was ist jetzt... Moment. Moment. Was ist jetzt mit dem Angriff hier? Battle of Botman. Passiert hier was? Also nicht. Ich muss ja sowieso langsam mal dieses Marschland hier einnehmen, Mann. Dieses... Das hier, ne? Muss ich einnehmen. Aber das kann ich nicht mit einer Einheit. Ich muss warten, bis da mehr Einheiten sind. Wo sind jetzt eigentlich meine Marines? Was? Wieso? Schon wieder abgebrochen? Oh, fuck. Ich kann nicht anlanden dort. Ich krieg das nicht hin. Kann ich nicht. Krieg ich nicht hin. Kann ich vergessen. Kann ich die abbrechen? Kann ich hier versuchen? Hier ist das... hier geht das vielleicht noch. Ja, hier, zack, Invasion. Versuch's mal hier. Wenn das was wird. So, die greifen jetzt hier mit 32 an. Das ist besser als gar nichts. Jetzt haben wir noch CRS. Ja. Dann lassen wir mal hier mit CRS bombardieren. So richtig heftig. Kann er nicht alle raufhetzen, dann würden die sich gegenseitig blockieren. Was ist denn jetzt hier unten mit dieser blöden kleinen Insel? Da seid ihr jetzt stolz drauf, ja? Das findet ihr jetzt toll, okay. Ja, könnt ihr haben, aber lasst den Rest von Frankreich in Ruhe. So, jetzt, die haben jetzt alle genügend Nachschub. Ich kann jetzt eigentlich schon, Moment, was? Ja, hier, die Transportschiffe ziehen sich schon wieder zurück. Das, kann ich vergessen. Okay, ja, meine Transportflieger bringen wenigstens inzwischen Nachschub. Okay, aber das reicht jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal. Ja, ich werde mal gucken, was jetzt passiert. Das Video geht auch schon ein bisschen länger. Wir machen jetzt an dieser Stelle mal langsam ja, wieder Schluss. Ich bin mir noch überlegen, ob ich jetzt an dieser Stelle direkt weitermache oder einfach Neustart mache der Invasion, dass ich mir ein bisschen mehr Zeit nehme und das nochmal versuche. Wenn ich nämlich jetzt meine ganzen Fallschirmjäger hier verliere, dann kann ich eigentlich quasi ein ganzes Jahr lang nichts machen. Ich habe jetzt ja wie gesagt keine Marine und ich habe keine, also ihr seht ja, dass ich mit meinen Marineeinheiten quasi kaum an die Küste komme, wenn ich da nicht schon einen Brückenkopf durch die Fallschirmjäger habe. Ja, ich habe halt meine ganze Industrie, meine ganze Entwicklung hier auf den Landkrieg ausgedehnt. Sobald ich also einen Fuß habe in einem Land und dort versorgen kann, dann kann ich das Land auch einnehmen, da bin ich sicher. Sobald ich meine wichtigsten Einheiten drüber habe. Nur die Engländer schaffen es ja irgendwie, das abzuhalten. Die drängen meine Schiffe hier ab, die behindern meine meine Luftunterstützung. Nachschub ist ja das große Problem. Außerdem, ich werde noch mal ein bisschen testen, ein bisschen weitermachen und gucken. Und ja, dann sehen wir beim nächsten Mal, falls ihr das auch sehen wollt, müsst ihr Bescheid geben. Weil, ja, also wenn das wirklich nur zwei, drei Leute sehen soll, dann lohnt das sich ja nicht so wirklich, dass ich das hier mir einen abquatsche. Dann müssen wir sehen. Dann gucken wir, können wir gucken, ob wir hier weitermachen oder ob wir einfach einen Neustart machen. Dann halt einen abgespeckten Neustart. Ne? Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Bagger.